Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077. Das letzte Mal sind wir hier in Pacifica angekommen, haben ein paar Aufgaben erledigt und auch Placid getroffen, einen von den Voodoo Boys. Und der möchte ja, dass wir jetzt hier in die Grand Imperial Mall reingehen und die Animals dort alle verjagen, also die andere Gang, die sich hier irgendwie bereit gemacht hat. Und ja, schauen wir mal, ob wir das Ganze relativ ohne großes Aufsehen zu erzeugen schaffen. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Kameras scheinen hier erstmal keine zu sein. Gut. Ich habe auch Lizzys Pistole wieder ausgerüstet. Ich glaube nur, dass wir die jetzt nicht wirklich einsetzen sollen. Gefälschte Dokumente, okay. Können wir verkaufen. Sonst ist hier keiner mehr. Dann gucken wir mal. Finde den Wagen in der Lobby. Am besten, wenn wir hier einfach hochklettern. Oh. Da ist doch schon ein Knochenbrecher. Ansonsten ist hier erstmal niemand. So, schalten wir den erstmal so aus. Synth-Zahnkette für 750 Euro-Dollar. Ich weiß nicht, ob wir den am besten auch irgendwie gleich verstecken. Das hier sieht eher aus wie eine Müllpresse. Können wir ihn da reinwerfen? Okay, bye. Der ist erstmal weg. Ich hoffe, der ist nicht unten irgendwo gelandet, wo er jetzt für Aufsehen sorgt. Kamera im Korridor. Vermeide sie. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Dann schalten wir die doch einfach aus. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Boah, ich wollte gerade sagen. Weiß er, dass ich hier bin? Oh, das hat mich gerade ganz schön erschreckt. Gerade nachdem wir die Kamera gehackt haben. Ist hier sonst noch irgendwas? Regal freiräumen? Einen Moment. Ah, da kommen wir noch nicht dran. Das können wir gewaltsam öffnen. Da drüben ist aber auch was. Ich schaue mich mal hier um. Noch irgendein Splitter. Der Typ hat sich da irgendwie draußen hingesetzt. Eine schöne Jacke. Hat auf jeden Fall viel Panzerung. Ich schau mal, dass wir hier durch diese Tür rausgehen, wenn wir die schon gewaltsam öffnen können. Mega gut. Neue Hose, 2181 Euro-Dollar. Krass. Sonst noch irgendwas? Irgendwelche Shorts? Eine Pistole. Nehmen wir alles mit. Ja, gut, dass wir Placid bei uns haben, der alles so ein bisschen überwacht. Oh, es ist so hell da draußen. Da hinten müsste irgendwo einer stehen. Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Was ist denn ein Kamionett? Das müsste ich mal irgendwie recherchieren.
Oder wir holen uns so ein Übersetzungsmodul. Die da hinten repariert irgendwas. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Da läuft auch ein Schütze rum. Da drin ist sogar auch noch einer. Aber der schläft. Ne, sind sogar zwei. Können wir an denen einfach vorbeilaufen? Können wir. Okay. Schnell, schnell, schnell. Okay, leise ausschalten. Alles mitnehmen. Ich hoffe, die wachen nicht auf und finden den Kerl. Ansonsten... oh shit, wer sieht uns? Oh, das war knapp. Komm du mal mit. Wir schauen, dass wir dich irgendwo unterbringen. Vielleicht hier hinten in der Ecke. Besser als nichts. So, kein Lärm machen. Ich glaube, da scheint einer gerade vorbeigelaufen zu sein, wodurch gerade diese Slow Motion ausgelöst wurde. Die Waffen nehmen wir alle mit. Die können wir demnächst auch noch wieder zu Euro-Dollar machen. Zu denen, die hier gerade irgendwie in den komischen Schrank geglitscht sind. Ah, da. Aber da oben sind halt auch noch welche, die uns wahrscheinlich sehen, wenn wir hier einfach rausspazieren. Da steht einer direkt neben der Kiste. Da ist irgend so eine Anlage. Ich will die jetzt auch nicht überlasten oder so, weil dann wissen die ganz bestimmt, dass wir da sind. Dann werden die alle aufgeschreckt. Wow. Genau, das ist, glaube ich, der da, der hier rumläuft. Tja, Placid, kannst du uns noch irgendwie weiterhelfen oder müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen? Ah, das ist der Turm. Können wir den irgendwie deaktivieren von hier? Einfach ausschalten. Perfekt. Uah. Nein, da hinten ist das. Okay. Das ist, glaube ich, eine fiese Position hier. Ich weiß nicht, ob die mir so gut gefällt. Da ist gerade jemand am Patrouillieren. Okay, ich finde den Wagen in der Lobby. Ich warte noch schnell, bis der hier weiterläuft. Und dann schaue ich, dass wir uns da irgendwie vorbeischleichen können. Ah, der patrouilliert über uns. Okay. Dann laufe ich hier mal weiter, ganz, ganz vorsichtig. Wie sollen wir die denn... Also wie sollen wir denn da in die Mitte kommen, wenn überall Animals sind? Haupthalle, okay. Ich schau mal, ob wir hier einfach hochgehen können und dann von der anderen Seite was sehen. Hier ist auf jeden Fall richtig viel los. Das Gute ist, dass hier auch genügend Kisten rumstehen.
hinter denen wir uns so ein bisschen verstecken können. Hier oben ist doch auch noch einer rumgelaufen, oder? Ja. Der da auf uns zukommt. Ich schau mal, dass wir aus seinem Blickfeld draußen bleiben. Ja, vielleicht. Im Ernst? Scheiße, echt? Klar, Mann! Okay, der hat anscheinend irgendwie gute Neuigkeiten. Oh, das ist eine Sie. Aha. Sehr maskuline Stimme gerade dann gehabt. Okay. Hier sieht uns keiner, oder? Läuft sie weiter? Jo, schnell hinterher. Bleib mal hier, bleib mal hier. Erledige sie, aber leise. Hab ich gemacht. Komm mal mit. Können wir die einfach hier in so einen Einkaufswagen legen? Das wäre cool. Dann hier in die Ecke. Gut, da fällt sie schon nicht auf. Oh je, was war das denn? Parfüm. Netzschamanen. Sehr, sehr cool. Müssen wir hier alle leise ausschalten? Also hier so eine Runde drehen? Ich meine, ich hätte damit kein Problem, wenn das hier so gut läuft, aber ich habe so das Gefühl, wir werden gleich irgendeine Kleinigkeit übersehen. Und dann wird das hier eskalieren. Können wir dich ablenken? Ist da jemand? Geh nachgucken. Sehr gut. Ist da drin alles frei? Ja, ich glaube nämlich, wir haben hier gerade unsere Runde gedreht. Steck den mal hier hinter der Kiste. Ja. Mehr schlecht als recht. Und da hinten müsste auch noch jemand gewesen sein. Oh. Sehr gut. Wir haben da ein paar seltene Komponenten wahrscheinlich übersehen. Genau, die nehmen wir auch noch mit. Aber das ist cool, wenn man hier so in Schleifen die Etagen ablaufen kann und dann alles so nach und nach ausschalten kann. Attention, feindlicher Bereich. Okay, okay. Da sind noch ein paar unten unterwegs. Hier ist keine Kamera, oder? Da fliegt ein Tacker in der Luft. Okay. Die Heil-Items nehmen wir auch mit. Aha, hier ist es ganz schön verlassen. Könnte auch irgendwie eine Left 4 Dead-Karte sein oder so. Alles geplündert. Kein Loot mehr für uns. Na gut, dann geht's wieder raus. Oder ist da unten noch jemand? So, ich weiß nicht, wie wir die ganzen da unten ausschalten sollen. Hier auf der Seite sind auch noch welche am Patrouillieren. Die zwei, ich warte mal,
bis die eine von da hinten dann wieder hierher zurückkommt. Können wir so lange hier noch untersuchen, ob es irgendwas gibt? Nee. Da sind auch noch zwei. Es sind einfach so viele. Die ist jetzt auch ganz weit weggelaufen. Wenn es sein muss, erledige sie nacheinander. Mache ich ja auch schon. So, den bringen wir mal schnell weg. Bevor die Patrouille ihn sieht. Hier in die Ecke. Die steht noch da hinten. Oh, sie kommt. Ne, unter uns ist noch jemand. Aber sie kommt auch da hinten. Wo verstecke ich mich dann am besten? Ich glaube, hier ist in Ordnung. Dann lassen wir die erstmal noch herlaufen. Also wenn wir die alle ausschalten können... Oh, sie dreht um. Sie ablenken. Na? Was? Komisch. Boah, das ist auch eine absolute Bestie. Ich glaube, um die leise auszuschalten, braucht man auch eine sehr, sehr viel Stärke. Die würde ich am besten irgendwie in einem Rutsch ausschalten, aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Gerade leise geht das, glaube ich, nicht. Stapeln wir die mal hier. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur bis zu dem bestimmten Punkt. Können wir die vielleicht doppelt ablenken? Zur Hölle, was war das? Oh. Okay, sie sind auf jeden Fall aufgeteilt. Aber ich werde da nicht hinrennen und versuchen, die auszuschalten. Mir doch egal. Ach, da ist noch ein dritter. Shit. Schnell weg. Auf jeden Fall war da noch irgendwas. Ich weiß nicht, ist das ein Gerät? Ah. Ich glaube, die Ablenkung an sich war nicht schlecht. Probieren wir das gleich nochmal. Was war das? Der ist abgelenkt. Der ist abgelenkt. Genau, und da ist noch ein dritter. Shit. Nee, dann kommen wir da auch nicht weiter. Dann gehen wir hier mal noch entlang. Alter, scheiß drauf. Hier unter uns müsste noch jemand sein. Oh, da steht auch noch einer. Aber ich glaube nur der eine. Der ist abgelenkt. Was zum Henker geht hier ab? Schnell rein, schnell rein, schnell rein.
Also in dieser Mission müssten wir unseren Stealth-Wert eigentlich sehr gut boosten können. Geh du mal hier in die Ecke. Dass der immer den loslässt und der nicht in die Richtung fällt, in der man sie eigentlich hinlegen möchte, sondern immer auf einen zurück. Ah, wobei hier ist ein Container, oder? Kiste, Beseitigung, noch besser. Man sollte ja immer seinen Müll beseitigen. Rein mit dem. Schauen wir nochmal, ob hier in der Halle irgendwas ist. Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ne? Sie muss eine Schwachstelle haben. Okay, kümmere dich um Sasquatch. Ist das die Anführerin? Okay. Matilda Kay Rose. Ja, aber von ihr wissen wir nicht so viel. Ich führe mal das Breach-Protokoll aus. 1C, 1C. Gut, das war leicht. Wissen wir irgendwas? Nö. Können wir dann hier die Tür einfach zumachen? Aber wenn wir jetzt gegen sie kämpfen, dann... Okay, wo rennt sie hin? Dann kriegt sie doch sicher Verstärkung von denen da drüben, oder? Oh! Vorsichtig. Können wir sie ablenken? Da ist irgendwie eine Werbetafel. Deckenventilator. Reagiert sie darauf? Nee. Die läuft da auch wirklich nur rum. Womit können wir sie ablenken? Schon, trau dich! Takedown! Na komm, kämpfen wir gegen sie. Ach du Kacke! Will sie uns... Das sieht, was passiert, verdammt nochmal! Der Runner will dich hacken. Bleib konzentriert. Ich erledige das. Wird ihn nicht lang halten können. Er ist im selben Subway wie die Alpha. Erledige es. Aua. Sie hat keine HP mehr. Wieso kämpft sie noch? Und die Arbeit. Ich glaube, die hat genug. Wow, eine legendäre Pistole. Ja. Und eine legendäre Weste. Eine verstärkte kurze Daunenweste, aber sie ist legendär. Sehr gut. Und wir haben sie am Leben gelassen. Also es hat noch irgendwie keiner mitbekommen. Finde ich gut, also... Lief besser als erwartet. Ich werde mal kurz die Pistole noch ausrüsten. Yukimura, unsere erste legendäre Waffe.
Verhindert den vertikalen Rückstoß beim Zielen. Haben wir eigentlich noch die Smart-Hände oder jetzt wieder gewechselt? Ansonsten sollten wir sowieso bald mal wieder zu einem Ripper-Dog. Dann gehe ich hier mal in die Lobby, aber... Was war das? Server-Explosiv, ja. Van gesichtet. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist der Van? Ist das Ding noch aus eigentlich da hinten? Ja, wir können es wieder einschalten. Hier müssen wir hin. Perfekt. Können wir den irgendwie ohne Probleme ausschalten? Ich glaube, wenn wir ihn irgendwie hier reinlocken. Wonach suche ich überhaupt? Das ist die Frage. Komm rein, mein Freund. Hä? Nein! Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Boah, das war knapp. Wieso ist er nicht weitergegangen? War das zu weit weg? Das probieren wir gleich nochmal. Schon wieder. Ja, schon wieder. Und jetzt untersuch's gründlich. Ach so, wir schleichen nicht. Ah, das war das Problem. Der hat uns einfach gehört. Okay, mein Fehler. Können wir hier einfach raus und von der anderen Seite einmal... Oh Gott! Das hat niemand gehört. Alles cool. Okay, dann schauen wir mal. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agwe und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmos. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Matt. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Okay, im Kino also. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Du zieh dich nicht mehr. Ja, das sagst du jetzt. Da ist doch einer am Patrouillieren, Dickschädel. Wow, der ist einfach hochgesprungen. Das ist schon ziemlich cool. Komm schon, ich
verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Wieso glaube ich, dass das eine Lüge ist? Da ist auch einer am Patrouillieren. Oh, das sind viele. Wo steckt mein kleiner Tollboy? Okay, wie kommen wir ins Kino? Können wir die irgendwie leise ausschalten? Den lenken wir ab. Oh, der ist nicht abgelenkt. Oh, wir können die auch wegziehen. Das ist gut. Komm mal kurz mit. Du bleibst erstmal hier. Den will ich irgendwie ablenken. Verdammt, was geht hier vor? Schön schnell hier rüber. Hey, keine Angst, Häschen. Komm mal mit. Der hatte auch noch guten Loot. Jawohl. Teurer Junk, nehmen wir mit. Ja, genau, war wohl der Wind. Kehren Sie um. Aha. Bedrohlich, wenn wir so überwacht werden. Puh. Ja, hier waren wir schon. Sasquatch haben wir ja besiegt. Schon vorzeitig. Da liegt sie noch und erholt sich. Perfekt. Ich glaube, wir haben die komplett stealthy geschafft, die Mission. Ich will mich mal nicht zu früh freuen, aber ich glaube, es sieht gut aus. Nicht gut. Oh, ein Western. Ach, wie cool. Jetzt sind wir abgelenkt. Das ist ja gemein. Oh, kenne ich den? Das sieht sogar richtig gut aus von hier. Also klar, super verschwommen, aber... schön. So, wo bist du? Wow, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Wenn du... Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden? Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich habe dich wohl unterschätzt. Bin nicht hergekommen, um zu reden. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Willst du mich rauskaufen? Nein. Sieh's einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoos aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre? Und klammern sich weiter an ihre Stammesmentalität. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Kein Interesse.
Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tinetune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Ihr habt Brigitte. Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre einen Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Oh, das glaube ich nicht. Ich bleib lieber bei meinem. Oh. Gar nicht gut. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Oh, too much information. Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Was? Habe ich das wieder dem Biochip zu verdanken? Das hätte Placid nicht ahnen können. Möglich. Falls ja, gern geschehen. Oh, Johnny. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Scheint ihr Plan gewesen zu sein. Dank dir war er erfolgreich. Weil die Voodoos dich zu einer verfickten Kamikaze-Drohne gemacht haben. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Freaks an? Bah, Placid hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Der Vergleich ging dir aber leicht von den Lippen. Siehst halt gerade aus wie ein Stück Scheiße. Aber manchmal bist du gar nicht so übel. Wow, danke. Wir sollten uns mal mit unserem Kumpel Placid unterhalten. Geh zum Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Ja, das hoffe ich auch. Und was haben wir hier? Ein paar Kleinigkeiten. Was ist das denn? Kleidungsmod plus 30% kritischer Schaden? Ja, gut, dass wir da reingeguckt haben. Akte Sasquatch. Und hier gibt es auch noch ein bisschen was. Oje, oje. Irgendwelche Sonderzeichen bezüglich Fall so und so. Hier gibt es nur Binärcode. Relic-Angebot von Evelyn Parker.
Wenn ich weiter an die zuständige Person weitergeleitet werde, suche ich einen anderen Käufer für den Relic. Ich weiß, ihr haltet mich hin, weil ihr versucht, meinen Hintergrund zu checken, aber ihr verschwendet eure Zeit. Alles, was ihr wissen müsst, habe ich euch schon gesagt. Ich habe den Relic 2.0, den Biochip, auf dem das Konstrukt von Johnny Silverhand ist. Und ich weiß, dass ihr nicht auf irgendein stinknormales Engramm aus seid, sondern ihr genau ihn haben wollt, um A zu kontaktieren. Von Briedeol. Oh, das könnte Brigitte sein. Das ist Standardprotokoll. Wir brauchen mehr Informationen, um die Transaktion für die von dir verlangte Summe zu autorisieren. Wer hat dich ursprünglich mit der Beschaffung des Chips beauftragt? Was sind das genau für Leute und warum das Interesse am Konstrukt von Johnny Silverhand? Wer hat die Biochip-Extraktion geleitet? Wer war daran beteiligt? Was sind die technischen Spezifikationen des Relic? Das ist kein gewöhnliches Angebot, also kannst du dir dein Standardprotokoll sparen. Es geht hier um exklusive Arasaka-Technologie. Wer die Extraktion geleitet hat? Ich dachte, es läge auf der Hand, dass ich das war. Darum redet ihr mit mir. Und diese Leute sind die Voodoo Boys, noch ein Detail, das dir wahrscheinlich schon bekannt war. Der letzte Agent, mit dem ich gesprochen habe, hat mir Schutz und eine neue Identität zugesprochen. Sobald der Transfer abgeschlossen ist, erwarte ich, dass ihr Wort haltet. Ach nee, Evelyn Parker hat an Netwatch Spezialagent geschickt. Interessant. Okay, und du hast nur Kondome und irgendwas zu futtern. Okay. Ja gut, dann, wow. Richtig gute Episode. Sehr spannend hier mit den ganzen Animals. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und wir werden mal ein ernstes Wörtchen mit Placide reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.